Ja, einen wunderschönen, prächtigen. Herzlich willkommen beim Toilettenmarkt-Simulator. Wir sind hier gerade dabei, die letzten Klamotten zu verticken. Ihr werdet auch keine Klamotten mehr bestellen. Ihr werdet alles nur rausballern, was hier geht. Und dort da hinten, sag ich mal, die Reihe, da will ich die Highlights machen. Die Highlights, T-Shirts, Pullover, wie auch immer. Das, was am teuersten ist. Die Schuhe. Überlege ich mir noch, weiß ich noch nicht. Ob ich das da hinstellen werde oder nicht. Aber hier sieht es auch alles eng aus. Die haben echt schon alles weggeballert hier, ne? Holy shit. Wo, ich frage mich, normalerweise sollte doch hier. Wo ist der denn? Wieso ist denn meine Bestellung nicht da? Hallo? Hä? Egal, umso mehr kann ich nachher kaufen. Oh, die ersten Birnen. Ups. Ja, Mensch, wurde langsamer Zeit hier. So, kauft ruhig alles ein. Ich mache schon alles fertig. Und dann kann der Laden wieder aufgeräumt werden. Weil ich will vorhin da hinten nur die PCs machen. Das wird aber ein bisschen dauern, weil mir die Konzernpunkte, ja, fehlen. Und das kann ein bisschen dauern. So, hier kann noch ein bisschen aufgefüllt werden. Nur einer, ist egal. Besser als nix. Hauptsache, Lager wird leer. Oh, hier ist sehr schön. Ah, irgendwie ist das, wird das Toilettenpapier nicht so richtig verkauft. Was haben wir eigentlich noch alles im Lager? Jetzt bin ich mal gespannt. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Das, 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 das. Dosen, 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 Dosen. Okay. Alles klar. Also bestellen will ich noch nichts. Weil, wie gesagt, sonst kommen die Klamotten wieder zurück. Und die Klamotten, die will ich halt alle nicht mehr hier haben. Der kann dann verkauft werden. Der kann verkauft werden. So, dann ist hier ein bisschen Platz. Können wir rein theoretisch das hier vergrößern. Und hier die Reihe komplett mit frischen Früchten und so ein Kram. Gucken wir mal. Legen wir mal hier hin. Zack. Kommt sowieso weg. So, dann könnten wir rein theoretisch. Oder machen wir? Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. An sich würde es ja Sinn machen. Weil die kommen weg. Da kommen hier die PCs in der Mitte. Ja, machen wir. Drauf genuckelt. Das wollte ich nicht. Da. Wo ist das nochmal? Lebensmittel, Essen, die Früchte-Dinger. Was? Jawohl, was ist das? Das habe ich gar nicht gesehen hier. 1,5. 2000. Ah, die wollte ich lieber schon offen lassen. Also das finde ich schon besser. Nee, das gefällt mir mehr, wenn die offen sind. Das gibt es immer noch nicht. Dass man irgendwie mehrere hintereinander bauen kann, ohne ständig ins Menü zurückzugehen. Ich habe es bis heute immer noch nicht herausgefunden. Da ist hier auch noch ein bisschen Platz. Was haben wir noch an Früchten überhaupt da? Lebensmittel essen. Okay. Okay. Warte mal. Das ist ja da alles drin. Ananas, Ananas, Tomaten. Brokkoli. Das könnt ihr ruhig alle haben, wenn ihr wollt. Das will ich nicht. Nee. Dann muss ich mal gucken, was ich dann nochmal hier verkaufe. Oder sonst lass uns lieber mal hier den einen verkaufen. Damit hier doch ein bisschen mehr Platz ist. Zack. Und lass dann lieber hier irgendwas anderes machen. Ja. Da ist alles leer. Da muss ich ordentlich einkaufen. Oh. Geil, die sind auch weg. Kann ich noch was? Ne, das kann auch weg. Wie sieht es hier aus? Das kann auch weg. Wie sieht es hier aus? Wie sieht es hier aus? Oh shit. Das kann auch weg dann bald. Perfekt. Die Schuhe. Ja, das sieht gut aus. Jetzt ist wieder hier viel mehr Freiraum. Da muss ich mal warten, bis ich die Konzernpunkte kriege. Das kann richtig lange dauern. Weil da brauche ich. Erst zum Freischalten brauche ich nochmal 20 Punkte. Ich habe zwei.
Dann kommen noch die einzelnen. Also Maus will ich nicht machen. Ach du Scheiße. Hier ist ja alles weg. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Ach du Heilige. Dahin ist auch alles leer. Gehen wir doch mal aus der Sonne da hinten. Was habe ich denn hier überhaupt drin? Ach so, diese schwarzen Kaffee, ne? Das ist, was das auch immer war. Keine Ahnung, was das genau war. Ah, perfekt. Weg damit. Hier noch was? Weg damit. Da ist es viel mehr Freiraum. Das ist sehr schön. Gott sei Dank. So, dann wird hier das Platz für die PCs gemacht. Wenn ich das irgendwann mal erreichen sollte. So, irgendwas ist Pause gegangen. Da will ich nämlich die Kasse machen. Zack, dann komm mal her. Ja, die Schuhe, ich denke mal. Ich weiß nicht, ob ich die Schuhe lassen soll. Aber die verkaufen sich ja eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Und die haben ordentlichen Verkauf. Ich glaube, jetzt wird eine Kasse nach der anderen. Oh ja, sorry, du Model, dass ich nicht so schnell bin, ey. Nimm dir einen Kaffee und gib Ruhe. Mann, immer diese Stressfaktoren hier. Wie im echten, ja. Keine Geduld, die ganzen Kunden. Keine Geduld hier. Hauptsache alles schnell, schnell, schnell. Dann sind die Klamotten kaputt, weißt du. Und dann aufregen. Warum fehlt das? Warum ist das nicht vollständig? So, aber. Die Schuhe sind leer, dann kann. Ja, genau. Das werde ich dann hier nachmachen. Das heißt, hiernach werden wir alles wieder komplett aufräumen. Wir haben hinten links 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück für Klamotten. Da passen, glaube ich, 5 Stück jeweils immer. Das heißt 60. Da könnte ich 3 Pullover, 3 Hose machen. Von dem teuersten der teuersten. Denk mal, das klingt gut, ja. Irgendwas werden wir so machen. Ich hoffe, ich kann meinen Mindestwertgedönse noch ändern, also dass ich es irgendwie verhökern kann. Und ich glaube, Kasse kann wir hier hin, weil ich glaube, einer ist hier irgendwo belegt. Oder? Müssen wir mal gucken, wenn er automatisch hinrennt. Ich weiß gar nicht, ob wohl hier eine Kasse ist. Ach ja, Marco Polo. Alles klar. Ach du heilige Mutter Gottes, das ist alles weg. Eine Ananas. Brokkoli. Oh. Boah, Brokkoli, so ein ekliges Zeug, zwar abnormal gesund, aber bah, nee. Ja. Wieso ändern sich hier immer die Farben? Ich raff das nicht. Oh, Toilettenpapier, einmal verkauft. Was haben wir hier? Ja, das sieht gut aus. Also Dosen verkaufen sich richtig gut. Und ich habe voll vergessen zu nachzuschauen, was sich am meisten verkauft. Irgendwie das verkauft sich hier so gut wie null. Jo, Alter, wo sind die ganzen Leute her? Ey, jo, ey. Überlegen. Das sollte auf jeden Fall ausreichen hier mit den ganzen Produkten. Denke mal, das ist genug, mehr als genug. Denke mal, ich werde es auch hierbei belassen, sprich keine mehr Produkte von denen von Convenience. Heißt die Convenience oder nicht? Ich habe keine Ahnung mehr. Also Konservengeschichten. Die werde ich auf jeden Fall hier lassen. Also ich werde auch nichts dazugeben. Ja, genau. Das reicht erstmal so. Gut, dann hoffe ich, dass der Tag gleich vorbei ist. Ich glaube, bis 19 Uhr noch. Es kommen so viele Kunden rein. Normalerweise müssen wir wirklich so machen, dass man wieder nochmal um eine Stunde erweitert, weil es sind so viele Kunden hier. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass so ab 22, 23 Uhr wird es weniger. Kann ich gut vorstellen. Weil es guckt doch mal an, guckt euch mal an, wie viele hier sind. Also für mich ist es viel, ne? Oh Mann. Ja, Feierabend. Ja, hier sind noch so viele Kunden. Gleich gehen alle weg. Ja, ich muss das nochmal um. Ja, ich sag mal so, 2 Stunden kann ich es euch noch auf 22 Uhr. Denke mal, das wäre akzeptabel. Was habe ich noch hier drin? Puh.
Ja. Ja, muss ich definitiv, ja. Ich hoffe, ich kann es noch ändern. Gut, was haben wir gemacht? Schauen wir gleich mal nach dem Umsatz. Nur 90.000. So wenig. Brauche ich nur so wenig? 135, 90.000. Ja, es ist wahrscheinlich klamottenabhängig hier. Ja. So, was haben wir denn hier? Ab heute Fun Games und liefern. Was will? Ja, brauche ich nicht. Ich habe gehört, dass ich nicht geschätzt werde. Och. Ey, wie oft wollt ihr denn noch Jacqueline Hagen? Tim. Wieder Gehalt. Nochmal Gehalt. Und doch nicht. So. Also. Dann Jacqueline, Tim. Jacqueline und Tim. Wo sind die denn, die beiden? Tim? So, was hat er hier irgendwas Schönes? Jo. So, Gehalt. Tim Rahn. Zack, zack. Interview beenden. Zack. Jetzt Jacqueline? Wo ist denn diese Jacqueline? Ist das die Jacqueline Hanus Hagen da genau? So, komm her, Täubchen. Perfekt. So, wer hat denn noch so ein Wehwehchen? Jacqueline, Tim, Yannick, Marco, Yannick und Marco. Boah, so viele, Mann. Gibt es denn jemanden, der das ein bisschen machen könnte? Marco Gerdes war das. Okay, doch nicht so viel machen sollen, aber egal. So, Marco, Gerd ist da. Ja, gut, die können schon ein bisschen mehr, ne? So, machen wir schon mal 2 Stunden länger. Ach so, es gibt ein Maximum. Jo, machen wir aber nicht. Wir machen 7 Uhr. Reicht vollkommen aus. So. Dann brauchen wir noch Marco Gerdes, Yannick habe ich. Den Yannick Kleiner brauche ich. Yannick und Charlene. Oh, ernsthaft? Nee, doch nicht. Charlene und Yannick. Charlene? Was ist denn mit dir los? Yannick. So, jetzt noch Yannick, den kleinen Stübermann. Da. Ja. So, er hat. Jo, perfekt. So, schauen wir, wie sieht dieses Plan aus. Er könnte eine Pause machen. Verkauf macht mal eine Pause. Da braucht niemand eine Pause. Puh. Das Gute ist, wenn man den Laden einen Tag schließen lässt, dann werden die auch sich komplett erholen. Also daran haben wir auch schon mal gedacht. Finde ich gut. So, Mindestlager. Kleider. Alles weg. Wie kann ich das alles komplett löschen? Achso, okay. Das heißt, wenn man alles auf Null macht. Zack. Schuhe. Zack. Das heißt, wir werden alles erstmal wegmachen und dann nur noch die teuersten Sachen, also 3 Stück von den teuersten Sachen rausnehmen. Die Schuhe, die nehmen wir auch noch mal raus. Die wird auch alles umgemodelt. Da habe ich ja 4 Regale. Hemden, so Kleider, da, da, da. Perfekt. Gut. Also, wir brauchen jetzt die teuersten. Leider kann man das nicht sortieren, glaube ich, ne? Nee. 40, 90, 50, 130, das sieht schon mal gut aus. Ja, 130, das sind die teuersten. Okay, dann nehmen wir mal so 2 Stück von. Da nehmen wir mal so die hier mal. Nehmen wir mal so, da haben wir 3 Stück. 10. Oder sind das 10 oder sind das 12? Ich weiß gar nicht. Ne, wir machen mal 20.
So, dann nehmen wir noch mal die blauen hier, auch 20 Stück. Und dann Hemden. Ich glaube, Hemden gibt es mehr von. Da, die finde ich geil. Die sind richtig schön teuer. Sagen wir 170. So, gibt es noch was Teures? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, die teuersten gewesen. Von den Highlights. Ja, dann machen wir so. Okay. Dann nehmen wir. Wo sind denn die 170er jetzt nochmal gewesen? Da. Nehmen wir den hier einmal. Ein 20. Dann nehmen wir hier mal. Hier so was Rotes. So haben wir jetzt drei Stück. Fehlt noch mal eine Hose, ne? Genau. Hose waren jetzt dann die 110er am teuersten. Ne, 120, da. Dann nehmen wir die 120er. Das sieht auch echt so komisch aus. Egal. Nur hier 20. So, jetzt die Schuhe. So, da. Sollte. Ich finde es so schade, dass man hier nicht. Na egal. Also, dass man hier nicht sortieren kann nach Preisen. Das wäre viel, viel besser. Zeige alles. Nee. Ihr kannst nicht sortieren. Schade eigentlich. Aber 180 schon mal merken. Ich glaube, die Fußballschuhe, das waren, glaube ich, die am teuersten hier. Irgendwas mit 200 irgendwo habe ich was gesehen. Da, 220. Da die Schuhe. War nicht die. Gab es noch irgendwie teure Fußballschuhe? Nee. Egal, nehmen wir die hier. Da ist es ein Regal von. Dann ja auf jeden Fall Fußballschuhe. Ich will meine grünen Fußballschuhe haben. Wo sind die denn? 120? Nein. Das war noch teure irgendwo. Da, die grünen, die finde ich einfach so abnormal geil. Ich liebe grüne Schuhe. Das waren mal die hier. Dann nehmen wir mal die 200er. Nehmen wir mal 20 Stück. Wir haben ja vier Regale. Noch einen können wir nehmen. Diese latschen Dinger sind so widerlich. Ja, die Dinger hier. Die finde ich eigentlich auch ziemlich fresh. So, 20. Zack. So, jetzt sollte es eigentlich normalerweise, wenn ich jetzt Bestellung gehe, auf mein Mindestlager. So. Sollte alles da sein. Genau, perfekt, ist alles da. 55.000 Artikel bestellen. Perfekt. Das läuft. So, jetzt haben wir, wie gesagt, von 7 bis 22 Uhr. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein bisschen länger sein. Dann würde ich sagen, testen wir es beim nächsten Mal aus. Dann sage ich, bedanke mich fürs Dabeisein, wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen und sage tschüss mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao. Und lasst gerne mal ein Abo oder ein Like da. Bitte, bitte, bitte. Bis denn.